Die News aus dem Trainingslager des FC Hansa Rostock. Präsentiert von German Pellets. Wir heizen Ihre Rendite an. Bei mir jetzt in unserer beliebten Rubrik drei Fragen an. Mustafa Kucukovic mit der ersten Frage. Mucki, wie kommst du zu deinem Spitznamen? Ja, oft beantwortet, den habe ich schon seit der Grundschule irgendwann. Wir hatten einen Mustafa, einen anderen in der Mannschaft gehabt. Und ja, da haben die Jungs sich was einfallen lassen und seitdem ist es auch so geblieben. Natürlich beeindruckend bei deiner Größe und deiner Statur, dass du Mucki heißt. Finde ich großartig. Kommen wir zum Trainingslager. Mucki, wir haben heute Fußball-Tennis gespielt. Also nicht wir, sondern ihr vielmehr. Denn eine harte Trainingswoche liegt hinter euch. Ich habe gesehen, dass du da schon einer derjenigen warst, die super viel Spaß dabei hatten, aber auch sehr gut dabei waren im Scoren. Ist das so ein Ding, was du gerne machst, Fußballtennis? Ja, wie du schon gesagt hast, Spaß stand im Vordergrund und ja, ich hatte, glaube ich, vielleicht ein bisschen mehr Spaß als die anderen. Und ja, das ist eine Sache, wo sich die ganze Mannschaft halt entspannen kann, wieder runterkommen kann. Und ich hatte auf jeden Fall richtig viel Spaß gehabt. Letzte Frage. Ich kenne dich ja mittlerweile schon eine kleine Zeit und weiß, dass du immer sehr selbstkritisch bist und gerade wahrscheinlich Weihnachten, Neujahr, Zeit der Besinnung. Welche Gedanken hattest du, wenn du zurückguckst auf letztes Jahr und was hast du dir fürs neue Jahr vorgenommen? Also vorgenommen habe ich mir gar nichts vorzunehmen für dieses Jahr, weil das war in den letzten Jahren hat man sich immer viel vorgenommen und teilweise auch durch Krankheit oder Verletzung gestoppt worden. Und dieses Jahr möchte ich einfach nur oder mit meiner ganzen Familie, dass alle gesund bleiben. Und das ist für mich erstmal das Wichtigste und alles andere kommt dann von alleine. Alles klar, Mucki, dann noch einen schönen Resttrainingslager und viel Erfolg und bis bald. Vielen Dank.